Diese Sendung wird Ihnen präsentiert vom Azar-Team in Trostberg. Ihr Erfolg ist unser Auftrag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Glauben, Leben, Wissen, hier aus den Azar-Studios in Trostberg. Schön, dass Sie dabei sind. Heute haben wir diese Themen für Sie vorbereitet. Arno Stocker ist vom Beruf Klavierstimmer. Als wiedergeborener Christ sieht er das auch als seine göttliche Berufung. Sein absolutes Gehör für musikalische Tonlagen lassen die Instrumente, die er stimmt, in perfekter Harmonie erklingen. Geboren mit einer physischen Behinderung hatte Arno einiges zu überwinden. Aber Gott gab ihm die Musik als Mittel dazu. Wir stellen Ihnen Arno und seine neueste Kreation, das Enrico Caruso Grand Piano, vor. 40 Tage Fasten und Gebet. Harald Eckert, Leiter von Christen an der Seite Israels, ruft Christen aller Konfessionen dazu auf, für das Land, die Gesellschaft und für Israel zu beten. Eine Gelegenheit, gemeinsam guten Einfluss zu nehmen für unser Land und unser Volk. Haben Sie schon einmal versucht, ein Vogelhaus zu bauen? Oder vielleicht etwas Komplexeres, sagen wir ein Klavier? Wir haben den Mann getroffen, der nicht nur ein Klavier konstruierte, das sich laut Fachexperten in der Kategorie eines Steinways einstufen lässt, sondern der es auch noch dazu bringt, sich selbst zu spielen. Lernen Sie den Mann hinter dem Enrico Caruso Grand Piano kennen. Arno Stocker. Wenn Sie mit erfahrenen Musikern sprechen, hören Sie immer wieder, dass die Instrumente, die Sie spielen, Ihren eigenen Charakter haben. Die Eigenschaften des Rohmaterials, die Finesse des Instrumentenbauers, das Herz, mit dem es konstruiert wurde, alles spielt eine Rolle und lässt sich in den Klängen des Instruments erahnen. Wir stellen Ihnen heute ein ganz besonderes, einmaliges Instrument vor. Das Enrico Caruso Grand Piano. Wie auch Arno Stocker, der es erschaffen hat. Also dieses Klavier, vor dem wir sitzen, das ist jetzt das erste Enrico Caruso Grand Piano, das überhaupt in dieser Welt existiert. Das ist weltweit das erste Klavier, das in dieser Form existiert, weil ich alle meine Erfahrungen aus allen Klavieren, die ich repariert habe, zusammengenommen habe. Viele, viele gute Ideen von alten Klavierbaumeistern, die heute gar niemand mehr kennt, mit in diesem Klavier untergebracht habe und gesagt habe, es muss auch heute möglich sein, ein Instrument zu bauen, das nicht nur ein Industrieprodukt ist, sondern das vor allen Dingen auch noch das beinhaltet, was Musik ausmacht. Musik dient immer zum Lobpreis Gottes und auch dieses Instrument ist letztlich zum Lobpreis Gottes gemacht. Und ich habe eigentlich gesagt, ich möchte dieses Instrument dem Mann widmen, der mir als menschliches Idol sehr weit geholfen hat. Das war Enrico Caruso. Caruso hatte einen sehr biblisch fundierten Glauben und er hat nie vergessen, woher er kam und hat immer gesagt, ich wäre ohne Gott nichts. Eine andere Frage, was macht dieses Instrument, außer seine wunderschöne Holzverarbeitung und das ganze Zusammenspiel, was macht ihn einzigartig in seiner Bauweise? Ja, wir haben uns sehr an der Funktion, also an der physikalischen Funktion der menschlichen Stimme orientiert. Ja? Und jedes Instrument ist eigentlich nach der menschlichen Stimme konstruiert. Und jeder Geiger oder jeder Flötist oder jeder Bläser versucht, möglichst im Sinne der menschlichen Stimme zu arbeiten. Und bei einem Klavier, auch wenn man das nicht glaubt, das ist eigentlich der menschlichen Stimme viel näher als alle diese anderen Instrumente.
dieses Klavier hat den Zweitnamen Maria und ist eigentlich als Instrument der Sängerin Maria Callas gewidmet, die ich kannte. Und ich kenne die Stimme der Callas sehr genau. Und jede Stimme hat neben dem eigentlichen Grundklang noch Obertöne. Und diese Obertöne kann ich in diesem Instrument ganz bewusst steuern. Das heißt, ich habe eigentlich mir die Stimme der Callas als Grundlage genommen und habe das Instrument genau mit den Obertönen ihrer Stimme versehen, sodass das Instrument einerseits einen strahlenden Klang hat, aber trotzdem einen dunklen Ton. Du bist auch bekennender Christ. Und ich wollte dich immer fragen, was ist zuerst gekommen bei dir in deinem Leben? Hat die Musik dich zu Jesus geführt oder war das umgekehrt? Die Musik hat mich zu Jesus geführt. Ich war als Kind in der Situation, dass ich durch den Großvater die Musik kennengelernt habe, dass ich erlebt habe, was mit Musik alles möglich ist. Ich habe meine Sprachbehinderung damit überwunden. Ich bin auf die Füße gekommen, was für meine Form der Behinderung nicht ganz selbstverständlich war. Und ich habe über die Musik Zugang zur Welt nach außen gehabt. Also ich war aus der Isolation der Behinderung raus. Hast du schon von Anfang an die musikalischen Noten unterscheiden können? Ich habe, was du ein absolutes Tongedächtnis nennst. Ich habe also ein Ohr, wenn ich ein Stück höre, dann weiß ich genau, es ist die richtige Tonart oder es ist zu tief oder es ist zu hoch oder... Dann magst du, wenn du einen Klavier stimmst, dann brauchst du keine Geräte dafür. Ich brauche eigentlich keine, aber meine Kunden brauchen die Geräte, damit sie glauben, dass es auch stimmt. Ah ja. Unter www.pianocaruso.de können Sie mehr über die Arbeit von Arno Stocker erfahren. Schauen Sie doch mal vorbei. 40 Tage Fasten und Gebet. Das klingt für einige Menschen etwas abschreckend. Doch Harald Eckert, Leiter der christlichen Freunde Israels, hat etwas im Sinne, wonach jeder nach seinem Ermessen teilnehmen kann. Lassen Sie sich ermutigen, zusammen mit tausenden anderen Christen gemeinsam einen Unterschied in unserem Land zu machen. Dieses Anliegen für diesen Gebetsaufruf ist in mehreren Etappen gewachsen. Ich möchte das kurz versuchen zu skizzieren. Das große Thema meines Lebens, so möchte ich mal persönlich anfangen, ist das Thema parallele Wiederherstellung oder Zeiten der Wiederherstellung. Ein Thema, das ich selbst vor über 25 Jahren von dem Bibellehrer Derek Prinz aufs Herz gelegt bekommen habe, den einige von euch kennen. Und dieses Thema, die Wiederherstellung der Gemeinde und die Wiederherstellung Israels zum Zeugnis für die Völker, das ist die große Überschrift. An einem Wendepunkt meines Lebens vor etwa 8, 9 Jahren habe ich mich mit einer kleinen Gruppe von Freunden zurückgezogen zum Gebet, um den Herrn zu suchen angesichts dieses Wendepunktes. Und in dieser Zeit hat der Herr mir eine Art Strategie gegeben, für mein persönliches Gebetsleben und dann auch punktuell habe ich andere mit eingeladen und hineingenommen in diesen Prozess, in diese Vorgehensweise. Und in den ersten 3 Jahren war das Thema Israel, Deutschland, Israel im Fokus meiner inneren Aufmerksamkeit und es hat auch mit meinem Weg und meiner Berufung zu tun gehabt. Die letzten 3 Jahre war meine innere Aufmerksamkeit mehr und mehr auch dem Gemeindeteil zugewandt. Und jetzt in dem 7. Jahr kommt für mich etwas zusammen. Das Israel-Anliegen, das Anliegen für die Brautgemeinde Jesu und die Reinigung und Zubereitung der Braut und das mit dem besonderen Schwerpunkt, dass in Deutschland etwas geschieht, dass in Deutschland etwas in Bewegung kommt, dass in Deutschland etwas zum Durchbruch kommt. Natürlich primär zum Segen für Israel, aber auch für die Wiederbelebung des Erbes, das Gott in Deutschland hineingelegt hat, des positiven Erbes. Und auch für die Erfüllung der Verheißungen, die Gott über unser Volk gesprochen hat. Und diese Dinge bilden für mich ein inneres Ganzes. Und über diese Sachen, die ich hier jetzt kurz gesprochen habe,
habe ich im Sommer, früher Sommer dieses Jahres, aus Vorträgen, die ich gehalten habe, im letzten Jahr ein kleines Büchlein zusammengestellt. Die Überschrift lautet in der Kurzform Zeiten der Wiederherstellung. Und da habe ich inhaltlich viel von dem ausgeführt, was ich jetzt so in Kurzfassung dargestellt habe. Und dieses Büchlein soll auch eines von mehreren Vorbereitungsmaßnahmen sein für die Zubereitung der Fürbitter für diese Gebets- und Fastenaktion. Es liegt eine Kraft, es liegt eine Verheißung in der Einheit. Und diese Sammlung zur Einheit auf Basis der Beterschaft und womöglich auch auf der Basis von Leiterschaft, das ist der Kerngedanke dieses Gebetsaufrufes. Dementsprechend auch die, wenn man so will, die konzeptionelle oder strategische Vorgehensweise. Drei Schritte sind angeboten in dieser Initiative. Der erste Tag ist der 6. Januar 2010. An diesem ersten Tag ist in manchen Bundesländern Feiertag, aber egal, ob das der Fall ist oder nicht, unabhängig davon, soll die Ermutigung sein, an diesem 6. Januar zusammenzukommen in den Häusern. Kommt zusammen in den Häusern. Zu dritt, zu fünf, zu zehn, zu zwölf, wie auch immer es sich einrichten lässt. Als Privatinitiative, ganz persönlich, als Familie, im Freundeskreis, im Hauskreis, wie auch immer. Und steigt aus dieser Sammlung heraus im kleinsten Kreis hinein in das gemeinsame Gebet für den Leib Jesu in unserem Volk. Das ist der erste Abend, Sammlung in den Häusern. Dann möchten wir Mut machen, vom 7. Januar bis zum 13. Februar in den vielfältigsten Formen euch zu sammeln, aber dann durchaus auch im größeren Rahmen. Anbetungsabende, Anbetungsketten, Gebetsketten, dann auf die Straße gehen für die eigene Ortschaft, für die eigene Region, für die eigene Stadt, für das eigene Bundesland beten, für den Leib Jesu in eurem Einflussbereich, in eurem Umfeld beten, dass diese Berührung Gottes, diese Gnade Gottes dort hineindringt, dass in unserem Geist, wo wir leben und stehen und Einfluss haben, dass da etwas von in uns durchbricht, was uns emporhebt in die guten Gedanken und Absichten des himmlischen Vaters für uns selbst, aber eben auch für unser Land und für unser Volk. Und dann drittens und letztens, da können wir uns noch nicht endgültig festlegen, da gibt es demnächst Vorbereitungsgespräche, aber wir gehen im Moment davon aus, dass es im Großraum Stuttgart am 14. Februar eine Abschlussveranstaltung gibt. Eine Abschlussveranstaltung, die ein Stück weit anknüpft an eine Gebetsveranstaltung, die wir letztes Jahr, glaube am 29. November in Stuttgart hatten. Daran wollen wir anknüpfen, darauf aufbauen. Deswegen wahrscheinlich Großraum Stuttgart, eine Abschlussveranstaltung am 14. Februar. Wir ermutigen Sie mitzumachen. Fasten und Gebet vermag viel mehr, als wir uns vorstellen können. Auch Ihr Beitrag dazu ist wichtig. Harald und sein Team von Christen an der Seite Israels freuen sich auf Ihren Kontakt. Und nun noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir freuen uns in Zusammenarbeit mit diesem Sender und mit Ihnen, liebe Zuschauer, die gute Botschaft unseres Herrn Jesus Christus über Satellit und Kabel in Millionen Haushalte in ganz Europa bringen zu können. Mit abwechslungsreichen Themen zeigen wir die Realitäten des christlichen Lebens. Mit spannender Bibellehre, Musikbeiträgen, Naturfilmen, Interviews und vielen mehr bringen wir echte Christen in ihrem echten Alltag. Christen, die Salz der Erde und Licht der Welt sind, dort, wo Gott sie eingesetzt hat. Wir laden Sie ein, Azar TV Partner zu werden. Mit Ihren Gebeten und Spenden tragen Sie zur Produktion des Programms Glauben, Leben, Wissen bei. Alle Spenden werden zum Jahresende steuerabzugsfähig bescheinigt. Außerdem können Sie in unserem Web-TV alle Folgen von Glauben, Leben, Wissen jederzeit anschauen. Das Web-TV finden Sie auf unserer Webseite unter Azar TV. Gott segne Sie weiterhin. Das war's für heute unsererseits. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare auf die heutige Sendung. Besuchen Sie uns auch im Internet unter asarnet.de. Dort finden Sie weiterführende Informationen zu dieser Sendung sowie Bücher, Musik-CDs und DVDs zu bibelfundierten Themen. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Glauben, Leben, Wissen. Empfehlen Sie uns weiter. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.